Ja, hallo liebe Freunde des Spiels 7 Days to Die, willkommen am Tag 135. So, ich habe mir das überlegt, wie ich das hier mache. Gar nicht hier, naja, egal. Ich mache den Raum hier ein bisschen kleiner. Fertig aus. Erstmal gucken, wen schädige ich damit. Kevin Weber. Naja, tut mir leid, Kevin. Sind wir doch fertig, ne? Der Raum ist fertig, jawohl. So Kevin, dann hast du eine kleine Studentenwohnung. Auch egal, auch schön. Wieso hast du denn zwei Lockers gehabt? Ach, die, naja, egal. So, damit du auch schön studieren kannst hier. Schön. Thank you.
Jetzt habe ich einen schönen Eingang ohne Pfeiler in der Mitte. Um den Pfeiler kann ich noch ein bisschen Beton rumrum machen, was wohl auch angebracht ist. Zwei Türen, zwei Garagentore noch und dann läuft das. Ich habe keine Federn mehr. Ist natürlich schade, da kann ich die Garagentore im Moment nicht machen. Ja, ich denke, ich ist soweit repariert hier. Da vielleicht noch ein bisschen. Da es ziemlicher Leichtsinn wäre, die Löcher da in den Wänden zu lassen über Nacht, muss ich mir jetzt ein paar Springs holen. Da fahren wir jetzt eben hin. Thank you.
Wenn man das Moped repariert, ist das auch gleich nicht mehr so eine Rappelkiste. Vielleicht gibt das ja was. Hier muss auch noch eine hin. Ich hab doch zwei gemacht. Mann.
nur nach außen aufgehen. Ich weiß halt jetzt nicht genau, aber ich meine, ich habe da einen die Treppe raufgehen sehen.
Das ist wohl hier das schwächste Glied in dem ganzen Bunker hier. Dass hier alles runterfällt, damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt also, dass die Funfix hier ausgehöhlt haben und die Decke direkt unter die Erde geklebt haben. Na gut, jedem hat seine. Ist auf? Nee, ist noch nicht. Ja, schön, das sieht gut aus. So, ich nehme jetzt noch diese Seite hier weg mit dem ganzen Erdzeugs und sag dann schon mal ciao, ciao und bye, bye. Wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 136 wieder. Tschüssi, bis dann.